So, da sind wir dabei. Resident Evil. Wir haben das Serum im Gepäck, mit dem wir Richard retten sollten, der von einer riesen Schlange scheinbar gebissen wurde. Ich werde jetzt aber vorab, bevor wir losgehen, erstmal wieder einen Platz im Inventar freimachen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Nein. Das ist erstmal in Ordnung. Wir gehen mal weiter. So können wir weitergehen. Serum haben wir dabei. Und dann gucken wir mal, dass wir den guten Richard helfen hier. Einzelne Teammitglieder sind also hier im kompletten Haus verstreut. Und ja, wir werden sehen, ob wir es schaffen. Es gibt zum Glück kein Time Limit. Das heißt, ich kann mir hier eigentlich relativ... Oder sie lässt sich ja automatisch in den Ladesequenzen schon Zeit. Das heißt, wir sind jetzt nicht unter Zeitdruck hier. Ich bin mir nicht sicher, es gibt, glaube ich, auch bis aufs Ende keinerlei Sachen mit Zeitlimit. Das heißt, bei Resident Evil, gerade bei den alten, war es ja wirklich, ich weiß nicht, glaube ich, bei allen so, bei den PS1-Spielen, dass im Prinzip die Endsequenz oder ja, der Endboss oder so die letzten paar Dinger so mit einem Zeitlimit waren. Das heißt, hier bei dem Spiel ist es so, bei Resident Evil 2 war es, wo man auf dem Zug war am Ende mit Leon, genauso. Und Resident Evil 3 bin ich mir gerade gar nicht sicher. Resident Evil 3 Nemesis, ob da auch am Ende ein Zeitlimit war, aber bestimmt. Ich sage jetzt einfach mal ja, ohne es genau zu wissen. Ja, aber ansonsten, also hier gerade haben wir kein Zeitlimit. Das heißt, macht keinerlei Unterschied, ob wir hier einfach nur durchstrollen, Haters Gonna Hate mäßig, oder ob wir wirklich uns beeilen. Aber wir werden natürlich auch nicht zu arg viel Zeit vergeuden, weil wir wollen ja mit der Story vorankommen. Das ist doch die Hauptsache an dem Spiel. So, Richard, ich bin da. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Und da war es um den guten Richard geschehen. Ja, so wie es aussah gerade, wie er da Jill durch den Arm gelangt hat, ist er schon eine Weile tot und mittlerweile schon Geist. Irgendwie gruselig. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier keine Chance, Richard zu retten. Also, egal wie schnell man ist, er stirbt hier auf jeden Fall. Armer Richard. Sein Schicksal war von Anfang an besiegelt. Auch da. Von dir lasse ich mich nicht irgendwie irritieren. Bleib da drin! Hallo? Nein? Ach, komm schon. Alter. Sie haben dies gerade benutzt. Schildschlüssel. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen. Jupp. Gib mir Inventarplatz. Gib mir Inventarplatz. Dann werde ich mal kurz die Bazooka äquipieren. Aus keinem bestimmten Grund. Nein. Ihr werdet sehen, warum. Ihr werdet sehen, warum ich die Bazooka hergenommen habe. Kleine Hintergrundgeschichte zu dem Raum hier, und zwar, wo ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe, habe ich als Chris gespielt. 6 Inventarplätze hat der Gute. Ich hatte Heilung dabei und dann, wie blöd von mir, noch hier Farbbänder zum Speichern und eine Beretta. Und dann kam ich in diesen Raum hier rein und habe diese Cutscene gesehen und dachte mir nur, ihr verarscht mich doch mal ernsthaft. What the fuck? Eine Riesenschlange. Ja, Yawn heißt die gute Schlange hier. Und zwar muss ich mal gucken. Oh, Mist, Mist, Mist. Es gibt eine Möglichkeit, man muss ihn hier nicht bekämpfen. Es gibt eine Möglichkeit, hier rauszukommen, ohne auch nur eine Kugel zu verschwenden. Und das sollte ich nicht tun. Das sollte ich nicht tun. Verdammt nochmal, ich muss schnell sein. Ich muss verdammt schnell sein hier. Okay, Mondwaffen mitnehmen. Oh Gott, ich bin vergiftet. Schlecht. Ja, bitte. Und dann wieder raus hier. Und jetzt muss ich gucken, ob ich noch durchkomme. Nein, ich bin an der Kiste hängen geblieben. Egal, ich bin durch. Ich bin durch. Leute, ich bin durch. Ich wurde zwar gebissen, aber naja. Wir haben das Mondwappen. Nicht mehr ganz frisch, aber was soll's. Oh. What? Oh.
Das ist nicht gut, Leute. Gib mir das Serum. Ja. Gib mir das Serum. Was für ein Zufall. Und zum Glück sind wir nicht alleine hier, weil ich glaube, sonst wäre Jill ganz schön draufgegangen. Hätten wir uns die komplette andere Resident Evil-Reihe abschminken können, die danach kam. Das wäre ein trauriger Tag für alle gewesen. Aber wir haben es überlebt. War das gerade wirklich Barry, der uns da gerettet hat? Keine Ahnung, wer es war. War es Chris? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wesker wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, eher. So, nach diesem wunderbaren Kampf mit der Riesenschlange speichere ich erstmal ganz kurz. Weil, falls ich jetzt drauf gehe, das möchte ich nicht unbedingt nochmal machen. Es gibt so bestimmte Teile in dem Game, die ich einfach nicht so gerne spiele, weil sie einfach total, ja... Es kann immer Scheiße passieren dabei, sagen wir mal so. Es ist, man kann es nicht kontrollieren. Natürlich, klar, die Gegner in dem Game haben so gut wie keine KI. Also, die werden jetzt nicht schlau sein und mich irgendwie austricksen auf einem Weg, den ich nicht kenne. Aber trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Sollte ich in dem Fall vorsichtig sein. Sonst kann es ganz schnell mal böse aussehen. Okay, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Nein, halt mal. Wo ist meine Schrotflinte? 4 Schuss. Nee, dann bleibe ich lieber erstmal beim Granatwerfer. So, nimm das mit. Und wir haben jetzt alle 4 Wappen. Wir haben alle 4 Wappen. Das heißt, wir haben im Prinzip unsere erste größere Aufgabe gelöst und können jetzt in den nächsten Bereich vordringen. Da werden wir jetzt auch direkt mal hingehen. Mal überlegen, wie komme ich jetzt am schnellsten da nach hinten, wo ich hin muss. Gut, irgendwie alle Wege sind doof. Deswegen nehme ich jetzt einfach den erstbesten. Fällt jetzt spontan kein schnellerer Weg ein. Muss nicht heißen, dass es keinen gibt. Nein, ich kenne auch nicht jeden. Doch, ich kenne jeden Winkel dieses Spiels. Aber wenn es um sowas geht, welcher Weg schneller ist, dann nehme ich gern mal den falschen. Das ist genau wie, wenn ihr einkaufen seid und euch anstellt und immer die andere Schlange schneller ist. Warum zum Teufel ist immer die andere Schlange schneller? Wie kann das funktionieren? Was ist mit den Leuten, die an der schnelleren Schlange stehen? Sind die in Paralleluniversen? Nehmen die das auch anders wahr? Stehen dann irgendwie noch so Duplikate hinter uns, dass es aussieht, dass wenn die Schlange länger wäre, hinter ihnen oder vor ihnen? Strange. Strange. Aber es ist wirklich so irgendwie. Entweder ich habe einfach nur Pech oder, ja... Ich glaube, ich habe einfach nur Pech immer. Ich wähle immer den falschen Weg, wenn ich einkaufen gehe. Achso, ja. Entschuldigung, ja, ich bin gegen die Wand gerannt. Na und? Darf doch mal wohl noch hier gegen die Wand rennen. Yay, hurray, hier sind wir. Du bist weg, du bist weg. Stimmt, den habe ich getötet. Stimmt, da war was. Den habe ich ermordet, richtig. Er hat gewinselt wie ein kleines Mädchen. Lauf, das sind nur Stufen. Oh, sie lässt sich schon ziemlich viel Zeit bei diesen Stufen immer. Ja. Das macht mit der PS3 auch keinen Unterschied zu der PS1 damals. Die ist kein bisschen schneller oder langsamer. Ist einfach an der Art, wie dieses Spiel designt wurde. So, wir nehmen mit auf jeden Fall natürlich das Windwappen, das Sonnenwappen. Ich sag jetzt einfach mal, ich bin so badass, dass ich jetzt erstmal nur mit der Pistole durchkomme. Mal sehen, ob ich es bereuen werde. Und das Sternwappen, sehr gut. Ich könnte theoretisch auch zurückrennen, aber das mache ich glaube ich nicht. Ich gehe jetzt straight durch, sobald wir dann die Tür damit geöffnet haben. Die wir eigentlich bisher, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben. Also natürlich, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielen würde, würde man definitiv in den Raum zuerst mal gehen und gucken, was da so geht.
Ja. Aber das ist jetzt euer allererstes Mal. Und das auch noch mit mir. Schauen uns zusammen den Durchgang an. Und dann gehen wir rein. Holy fuck! Da steht ja noch einer. Du verarsch mich doch. Wie mich getrickst hat. Ich dachte, ich hab die alle genatzt. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Das ist eben der Nachteil an diesen... Er ist immer noch nicht tot. Du bist so ein Bullshitter. Einer von denen ist es, ey. Einer von denen, wie ich die nicht leiden kann, die hinfallen und dann wieder aufstehen. Jetzt geh doch drauf. Ist halt gut. Ist der immer noch nicht tot? Der blutet doch gar nicht. Der ist immer noch nicht tot. Du arsch mich doch. Du bist ja mal der größte Pisser-Zombie, den ich jemals gesehen habe. Ich habe gerade... Oh mein Gott. Oh, ich reg mich schon wieder auf, dieser Zombie. Oh, fuck. Die sind wirklich dämlich, die Dinger. Aber wenn die einfach mal in der Ecke stehen, wenn man da reinrennt, dann ist halt blöd, ne? Ja, da ist ein Hund, da ist ein Hund, ich weiß. Aber der Hund ist mir jetzt erstmal egal. Ja, okay, und der Wind wird dem Boden entgegenwehen. Dann öffnet sich das Tor des neuen Lebens. Nutze. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich schnell bin. Dass der Hund nicht dran ist, während ich hier... direkt wieder ins Menü rein. Und dann, sobald ich jetzt den letzten hier platziert habe, reinrennen. Reinrennen. Glück und rein. Ha, keine Kugeln für den Hund. Wenn er ein Wolf wäre, würde ich ihn vielleicht mit einem Werwolf mit Silberkugeln beschießen oder so. Aber nein, du nicht, mein Freund. Halt, das machst du jetzt bitte nicht in die Richtung. Sondern hier lang. Ah, fuck, ich hab's voll. Falsche Richtung geschoben. Klug, klug. Das war sehr gut. Das war überlegt wie immer. Das war überlegt wie immer. Unglaublich. Jetzt komm. Drück das Ding jetzt. So schwer kann das nicht sein. Es klingt auf jeden Fall, wie wenn es aus Blech wäre. Aus billigstem Blech. Kommst du da ran? Oh, sie kommt ran. Ich bin begeistert. Möchten Sie dies nehmen? Kurbel. Ja, wir nehmen die Kurbel. Und dann schaue ich mir die noch ganz kurz an. Das ist nämlich welche? Die Vierkantkurbel, ne? Ja, das Ende ist viereckig. Vierkantkurbel. Es gibt nämlich auch noch eine Sechskantkurbel. Und ja, die Sechskantkurbel passt natürlich nicht in die Vierkantlöcher. Deswegen, das ist auch immer ganz toll, wenn man dann die falsche dabei hat. Oh, das ist ein Kurbel. Oh, stecke ich mein Ding rein und dann drehe ich daran, weißt du? Passt nicht. So einfach ist es nicht. Nein, 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 nein. Okay, hier sind Pflanzen erstmal. Oh, und ein Hund, wie ich gerade gesehen habe. Ohne blaue. Die nehme ich jetzt mal mit, ja. Dass ich zumindest mal eine hab. Wow, 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 das sind zwei, okay. Seht ihr die Augen an den Viechern? Die sehe ich gerade zum ersten Mal so groß. Oh, verdammt. Oh, aus jetzt, aus. Was war das denn? Das war das Funkgerät, ne? Oh, Brad. Brad, this is Jill. Kein Empfang. Aber es ist auf jeden Fall noch jemand am Leben hier. Das heißt, abgesehen von Barry und mir und vielleicht Wesker, vielleicht Chris, ist nochmal jemand am Leben. Möchten Sie den blauen Kräuter? Ja, ich nehme auch diese blauen Kräuter. Warum eigentlich auch nicht? Stecken wir einfach in die Kiste, wenn wir sie jetzt nicht brauchen. Und dann passt das schon. So, rein da, meine Gute.
Gut, okay. Oh, ein Pool. Wir gehen schwimmen. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir eine Runde schwimmen. Bis dahin. Haut rein.